Mein Name ist Joshua De Vadas, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Gründer von myCivi.ch. myCivi.ch ist eine Plattform, die Zivildienstleistende aus der Schweiz mit Betrieben und Einsätzen in der Schweiz verbindet und ihnen hilft, einen idealen Einsatz zu finden. Unsere Plattform unterscheidet sich von der offiziellen des Bundes folgendermaßen. Bei uns muss der Zivi sich nicht über komplexe Prozesse bewerben, sondern kann das mit einem Klick machen. Er hat sauberere Daten, hat bessere Einsicht, er sieht bereits Betriebe, die bewertet sind und kann besser sehen, welcher Betrieb wird zu mir passen, ohne dass er sich ins Schwarze einfach bewirbt. Wir wollen diesen ganzen Prozess zwischen Betrieb und Zivi vereinfachen, weil im Moment ist er einfach nicht so gestaltet, dass sich irgendeine Partei dabei befriedigt fühlt, daran teilzuhaben. Ich heiße Philipp Fehr, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Technical Co-Founder von myCivi. Das myCivi Gründerteam besteht aus drei Personen, Joshua De Vadas, unser Verkäufer, Lukas Bischoff und mir, und ich und Lukas sind die zwei Entwickler. Ich habe an der ZHAW Informatik studiert, hier in Winterthur. Ich hatte etwas eine holprige Geschichte in den Zivildienst, weil ich zur Zeit der Rekrutierung unter anderem verschiedenste Intoleranzen hatte und auch klar auch immer jetzt noch Neurodermitis. Und sie wollten mich in den Zivilschutz einteilen. Ich habe dann aber einen freundlichen Arzt verwünscht, der mich tauglich geschrieben hat, weil ich wirklich Zivildienst machen wollte. Ich habe das Militär gemacht und ich habe natürlich oft gehört, wie schlecht der Zivildienst ist. Jetzt habe ich aber eine neue Wertschätzung für das Ganze gewonnen. Beim Zivildienst, da wird wirklich cooles Zeug gemacht und es wird Zeug gemacht, das einen Impact hat. Und dieser Impact ist im Altersheim älteren Leuten helfen. Dieser Impact ist im Kindergarten mit Kindern zusammenarbeiten. Dieser Impact ist in einer Schule Lernmaterial aufbereiten. Was im Zivildienst passiert, das hat einen imminenten Impact auf unsere Gemeinschaft. Als wir angefangen haben, waren wir alle Teilzeitstudenten und Teilzeit am Arbeiten. Also ich denke, da war es wirklich schwierig, die Zeit zu finden, um auch irgendwie alles fair zu priorisieren. Alles dauert länger, als das man erwartet. Alles kostet mehr, als das man denkt. Alles ist schwieriger und mehr und man muss mehr und es ist einfach viel. Verkaufen. Also ich denke, er ist ganz klar der Verkäufer von uns drei. Also ohne ihn hätten wir niemals die Chance, die Möglichkeit gehabt, es zu versuchen, unsere Software zu verkaufen. Also ich meine, ich und Lukas können sie erschaffen, die Software, aber sie dann an den Mann bringen, da sicher Joshua der Richtige dafür. Ich danke für das Kompliment. Ja, bitteschön. Philipp ist ein begabter Software-Engineer. Das ist so das Wunderbare, wenn man. Ich bringe so ein bisschen das Gesprächige und das Redige rein. Das ist wunderbar, dass man jemanden hat, der dann auch wirklich etwas machen kann und der nicht bloß bullshittet. Danke. Wir haben an der Startup Challenge 2020 teilgenommen. Also ich und Lukas hatten eben die Idee und haben sie ausgeschrieben. Und dann Joshua hat unsere Idee gelesen und gedacht, das hört sich doch noch spannend an. Das war ganz lustig, weil das war eine englischsprachige Ausschreibung, oder? Und dann hat es da so eine fancy Idee nach der anderen. We will revolutionize the way people sell clothes. Und da hat es da irgendwie so zwei Nerds und die haben da irgendwie geschrieben, yes, we are creating a software for the Zivildienst. Und da habe ich mir gedacht, ja, also, das sind einige der wenigen Jungs, die wirklich was gebaut haben, mit denen will ich mal sprechen. Und so ist schlussendlich das myCivi-Team entstanden. Ja.